Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier in Fuchsania City stehen geblieben. Zumindest glaube ich, dass die Stadt so heißt. Und wir erkunden jetzt erstmal die Stadt und dann machen wir ein bisschen Leveling. Mein Großvater besucht meinen Bruder Bill am Cup bei Azuria City. Okay. Bill haben wir auch, müssen wir auch nochmal besuchen, Bill. Ich habe diese merkwürdigen, langsamen Pokémon auf dem Radweg gesehen. Okay. Ja, Bill müssen wir auf jeden Fall auch noch besuchen. Letzte Folge haben wir die Arena noch geschafft. So, und heute wollen wir Fuchsania City erkunden, denn Fuchsania City hat ein besonderes Feature ganz oben an der Stadt. Oh, ich brauche Zerstand, damit ich alles erkunden kann. Gar keinen Bock irgendwie. Oh, hier war irgendwas mit der der Stadt. Irgendwas war hier. Safari-Zone, Haus des Wärters. Ja, genau. Hier ist wichtig. Mein Großvater ist der Wärter in der Safari-Zone. Zumindest war er das. Er hat sich entschieden, Urlaub zu machen und ist verreist. Ganz allein. Er hat einfach so die Safari-Zone verlassen. Okay, gut, dass man das hier nicht machen muss. Hier in Pokémon Silber und Gold. War anscheinend nur was für... Für Rot und Blau. Was ist das denn hier? Hab ich nie gesehen, diese Textur. Das Foto zeigt einen lächelnden alten Mann umgeben von Pokémon. Hier ist noch gar kein Bild, das ist einfach Text. Das Foto zeigt eine große Wiese, auf der seltene Pokémon herumtollen. Schön. Warum haben eigentlich alle so Statuen auf ihrem Tisch? Ist das normal? Also ich würde jetzt keine Statue auf meinen Tisch ballern, so, ich weiß nicht. So, da rechts geht's dann lang zum Leveln später. Machen wir aber jetzt noch nicht. Wollen erstmal ein bisschen die Stadt erkunden. Einer der Top 4 war früher einmal der Arenaleiter in Fuchsania City. Hier ist eine Nachricht. Bis auf weiteres bleibt das Büro der Safari-Zone geschlossen. Oh, das gibt's gar nicht hier. Fuchsania City. Sieh nur, die rosarote Lieblichkeit. Ja, rosarot, ich sehe es. Mhm. Ich sehe alles rot, toll. Wunderschön. Okay. Gut, dann würde ich sagen, holen wir ganz schnell, ganz fix Zerschneider, damit wir uns noch ein bisschen weiter erkunden können. Ich meine, die Stadt ist anscheinend sehr, sehr gekürzt worden hier in Gold und Silber. So, es wirkt das so. Zack, bam, 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 bam. Ich zeig euch, wie ich es immer mache. Zack. Lugia kurz ablegen. Dann Fenster mitnehmen und das war's. Ja, so schnell kann es laufen. Vor allem mit dem Speeden. Hat man natürlich nicht an der Originalkonsole, aber... Damit es so schneller vorangeht. Wenn das Display schneller vorangeht, machen wir das. Das ist so schlimm. So, was gibt's hier? Eine Frau. Schade, dass dieser Safari-Zone geschlossen ist. Das ist schließlich Fuchsianias Hauptattraktion. Echt so. Verunreinigung des Parks ist verboten. Hinterlasse bitte keinen Abfall. Ey, die Stadt wurde so verändert. Normalerweise sind hier überall Pokémon. In so einem kleinen grünen Feldchen. Hier sowas zum Beispiel. Hier so ein kleines Feldchen und dann sitzt da so ein Pokémon drin. Und dann kann man sich das von außen anschauen. Aber irgendwie, weiß nicht, haben die Stadt so verlangweilig gemacht. Also hier ist anscheinend... Moment. Ich werde aber ganz kurz reingehen. Was passiert, wenn ich da reingehe? Weil anscheinend... Ist das hier die Safari-Zone mal gewesen? Was? Okay. Seltsam. Sehr seltsam. Aber okay, Spiel. Wie du meinst. Was gibt's hier links? Oh, der Markt! Warum ist der Markt hinter dem Knopf, hinter dem Zerstörerbaum? In dieser Stadt lebt auch die Enkelin des Wärters der Safari-Zone. Ja. Ich wollte einen Geschenkartikel in der Safari-Zone kaufen, aber sie ist geschlossen. Oh, schade. Ja, wir brauchen momentan nichts. Ich glaube, wir haben momentan genug. So, was gibt's hier oben? Ist so ein einsamer, schmaler Gang. Oh, ist hier eine Beere? Sag mir bitte, das ist eine Beere. Na, Brandbeere. Schade, ich dachte, eine normale Beere. Die müssen wir auch noch sammeln. Die normalen Beeren. Also, ich würde sie gerne komplett voll sammeln. Vielleicht kriege ich das dann noch hin am Ende des Displays. Vielleicht als Bonusfolge oder was auch immer. Kogas Tochter ist jetzt Arena-Leiterin, nachdem ihr Vater den Top 4 beigetreten ist. Ganz right. Der Wärter ist verreist, deshalb ist die Safari-Zone geschlossen. Ja, und statt irgendwie die Türen abzuschließen, nee, einfach die Türen abreißen und in eine Mauer reinpacken. Ja, genau. Okay. Können wir eine Abkürzung schaffen? Okay.
Was macht keinen Sinn, eine Abkürzung zu schaffen. Wo sind die unsichtbaren Items? Meine Güte, ich finde im ganzen Let's Play keine unsichtbaren Items. Aber ich habe auch nicht zufällig ein Itemradar oder sowas, ne? Ich gucke jetzt nochmal nach. Detektor, doch. Reagiert nicht, Moment. Wie funktioniert das Ding überhaupt? Wenn ich mich jetzt hierhin bewege. Und dann setze ich das Item ein. Okay, was hier ist nichts? Ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Weil einer von euch weiß, wie es funktioniert, schreibt es mir gerne rein. Ich würde es sehr gerne wissen, weil... In den alten Pokémon-Spielen sind die Item-Detektoren sehr, sehr unausgereift, würde ich mal behaupten. So, und ich glaube, mehr gibt's hier nicht in der Stadt, wie es mir scheint. Nö. Okay. Ja, das war die Stadterkundung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Denn jetzt gibt es ganz viel Leveling. Wir gehen nämlich durch die ganze rechte Seite. Ich kann es euch mal zeigen auf der Map. Auf der Map. Auf der Map. Ich bin so dumm. Hier, die ganze rechte Seite, die ganzen Routen da rechts von uns. Also nach rechts, dann nach oben, dann nach rechts, dann nach oben. Das machen wir alles. Das sind ganz viele Routen, ganz viele Trainer, die müssen wir machen. Wegen den Leveln. Weil, ab jetzt wird das ein bisschen schwieriger. Das Spiel. Deshalb, oh stimmt, man kann hier noch unten. Was ist denn hier nochmal gewesen? Sei auf der Hut, wenn du zu den Seeschauminseln schwimmst. Ordnungsamt Fuchs in der City. Ah ja, das ist für Arctos. Ja, ja. Will ich die Vögel machen? Maybe, maybe, vielleicht mache ich sie. Ich überleg's mir mal. Ist halt genauso wie in Rot und Blau so. Nichts Besonderes. Okay, komm. Dann mach, lass uns jetzt nach rechts gehen. Wir gehen jetzt nach rechts. Haben Spaß. Oder so. Oh, oh. Die Musik. Du arbeitest an einem Pokédex? Das ist doch schon etwas. Gib nicht auf! Dankeschön! Und... Das erste! Lass uns kämpfen! Ich werde nicht verlieren! Hörst du nicht? Ich glaub da an etwas ganz, ganz, ganz anderes. Aber war... Wie kann das sein, dass so ein kleiner Junge Level 32 Pokémon hat? Ja, okay, wir sind auch nicht besser, wir sind 10. Aber der sieht aus wie... Ja, egal, Xatun. Ja, keine Ahnung, Melly. Melly kann Ryan. Ryan wie ein dummes Ryan. Ja, es geht mit ein bisschen durch. Bam, bam, down. Simsala. Warum hat so ein kleiner Junge Simser da? Aber ihr seht schon, die Level, die kommen an unser Level ran. Wir müssen auf jeden Fall leveln. Level, 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 level. So heißt die Folge. Ganz spontan einfach. Bye, bye. Zack. Und level up. Bring. Nice. Ich hätte meine Hausaufgaben machen sollen. Ja. Sayonara, das habe ich in meinem Japanischkurs gelernt. Cool, was er wohl im Japanischen sagt. Warte, ich muss meine Mutter anrufen. Nö, ich lass dich nicht. Okay, ich mach's zumindest kurz und knackig für dich, ja? Ich mach's kurz und knackig. Boom. Oh, okay, bye. Volto bye, bye. Magneton bye. Magnetino bye. Geiler Kampf! Level 47 schon! Wir kommen an die 50 ran. Michel. Tut mir leid, Mutter. Ich wurde besiegt. Okay. Wir wurden auch gerade angerufen. Mike, howdy, ich bin's, Nepomuk. Ist es heute nicht schön, willst du kämpfen? Es wird nicht wie das letzte Mal sein. Nein. Meine Mutter macht sich immer große Sorgen um mich. Ständig muss ich sie anrufen. Passiert. Bei schönem Wetter würden die Kinder lieber im Schulhof statt in den Klassenzimmern lernen. Ja. Oh, lol. Habt ihr den Sprite gesehen? Lehrerin, lol. Oh, Griffel! Man sieht ja gleich nochmal den Lehrerin Sprite, deshalb ist das nicht so schlimm, aber oh mein Gott, Griffel. Griffel gehört auf jeden Fall zu meinem Lieblings-Pokémon. Ist so ein kleiner. Ist halt. Ja, es ist ein Affe. Und Affen-Pokémon sind eigentlich nicht so wirklich beliebt. Aber Griffel.
Griffel ist eine Ausnahme, finde ich. Griffel ist einfach süß. Vor allem die Weiterentwicklung. Ambidiffel. Die gibt's ja hier noch nicht. Aber genau deshalb ist ja Griffel hier auch ziemlich gut. Na, ja, was heißt ziemlich gut? Griffel war jetzt noch nie so krass. Aber auf jeden Fall nicht schlecht. Als ob das daneben ging. Boah, geht das auf die Nerven. Boom, weg mit dir bei. Tragoso. Oh, das arme Pokémon, was seine Mutter verloren hat. Bye! Wir lassen es ertrinken. Vielleicht kannst du deine Mutter irgendwo noch finden. Da unten im Wasser. Na egal. Lass mal's. Ich wollte nicht verlieren. Ja. Ist mir klar. Lernen ist sehr wichtig, aber Bewegung ist genauso essentiell. Route 15. Fuxana City nach Lavandia. Wir werden bei Lavandia nicht ankommen. Denn ich möchte erstmal alle Routen machen. Yeah. Sport ist mein Lieblingsfach. Was ist eigentlich euer Lieblingsfach? Seins ist Sport? Ich persönlich, ich bin ganz solide in Sport. So, ungefähr bei 3 bin ich bei Sport immer gewesen. Also ich mache immer bei Sport alles mit. Aber ich bin nicht gut. Basically. Ich bin wirklich nicht gut in Sport, aber für die 3 reicht's. Also bei Sport ist es immer so, entweder du hast einen Lehrer. Moment, Also bei Sport ist es immer so, du hast entweder einen Lehrer, der richtig chillig ist, bei dem du immer so von 1 bis 3 schreibst. Oder was heißt schreibst? Machst. Körperlich macht man ja eigentlich fast immer bei Sport. Und dann gibt's halt die Lehrer, die sind halt so, ja, jetzt musst du das und das und das machen. Zickzack. Alles. Und das ist halt natürlich anstrengend. Was für Lehrer hatte ich eigentlich? Hatten wir, ich weiß wieder, wann wir das Sport hatten. Vor Corona. Ja. Ich hatte so eine Mischung aus beiden, könnte man sagen. Na gut. Also wir hatten eigentlich immer einen Lehrer, der ist ganz chillig. Da gibt es nicht 10.000 Aufgaben auf, die wir machen müssen. Oh, Ditto. Ditto ist voll gelangweilt. Hi. Hi, Ditto. Bye. Aber manche Sportlehrer, die ich dachte, alle Sportlehrer, die ich hatte, konnten mich alle irgendwie nicht nachvollziehen. So im Motto, also so in der Richtung, warum kannst du das nicht? Falls das irgendwie Sinn raus, was ich gerade laber. Egal, ich laber wie Müll. Oh nein, wie konnte ich nur verlieren? Wenn Pokémon ein Unterrichtsfach wäre, dann wäre ich bestimmt der Beste. Nein, ich wäre der Beste. Hast du etwas vergessen? Ja, dich. Ah, du bist eine Lehrerin. Nee, keine mehr. Hier, weg. Ja, was ich sagen wollte, alle Sportlehrer, die ich immer hatte, die konnten nie wirklich nachvollziehen, warum ich das nicht konnte im Sport. Oh, Komprimator. Oh nein, da ist ein kleiner Pixelbrei. Ich glaube, dadurch kann ich jetzt das Pipi nicht schaden. Doch, ein bisschen. Hä, doch? Okay, keine Ahnung, wie Komprimator und Delegat und all das funktioniert. Ich habe die nie benutzt, die Attacken, aber keine Ahnung. Vergaß ich immer eine Menge Dinge. Nicht gut. Wir machen einen Ausflug zum Radioturm in Lavandia, um dort etwas in Sozialkunde zu lernen. Ja, du musst auf jeden Fall ein bisschen sozialer werden, du, mein Freund. Niklas. Bye bye. Was habt ihr noch? Ultrigaria. Bye bye. So, was habt ihr noch? Sazilia. Bye bye. wir sind stark. Schlafpuder. Wir haben ein Toxin bekommen in der letzten Folge oder so. Will ich Schlafpuder erlernen? Nicht wirklich. Ich will eigentlich keinen Schlafpuder erlernen. Ansonsten kann ich das später noch erlernen, wenn ich es unbedingt brauchen sollte. Du bist unheimlich stark. Danke, I guess.
Ich bin müde vom Laufen. Ich muss eine Pause machen. Du musst mal eine Pause einlegen. Du spielst schon seit mehr als einer Stunde dieses Spiel. Ach nö, jetzt komme ich hier nicht lang. Das ist Bist du gegen alle Arena-Trainer angetreten? Noch nicht. Also in Johto schon, aber hier in Kanto, ihr seht ja schon links. Uns fehlen noch die Hälfte aller Orden. Von Kanto auf jeden Fall. Die holen wir uns noch. Die holen wir uns noch. Hallo, Anton. Was ist das was für Melli? Melli macht nom nom nom. Hat eine Beere. Jens, mir egal. Oh, wow, zu stark für mich. Besitzt du die Orden von Kanto, bist du im Vorteil, wenn du via Link-Kabel gegen einen Freund antrittst. Und warum? Why? Aber why? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich träume davon, mit meinen geliebten Vogel-Pokémon zu fliegen. Ich guck mal, dass ich in der nächsten Folge zeige, was da hinter dem Busch ist. Ich werde sowieso Lugia nicht so viel leveln. Ich will allgemein nicht allzu viel nutzen, von daher ist es nicht schlimm, wenn ich ihn nur wieder mal rauspacke. Ibitak, da habe ich gutes Pokémon gegen. Donnerschlag, bye bye. Noch ein Ibitak, das ist aber sehr unkreativ. Bye bye. Ich kann träumen, aber ich kann nicht fliegen. Du hast Pokémon, welche die Fan fliegen kennen? Ich beneide dich. Könntest du gerne haben, ich brauch's nicht mehr. Ich habe schon ein Pokémon, was fliegen hat. Eines kann ich dir sagen. Es war harte Arbeit, meine prämierten Pokémon zu fangen. Deine prämierten Pokémon? Aha, was ein sehr interessanter Begriff, den du benutzt. Mein Pokéfan Ernst? Er ist ziemlich ernster Typ. Ey, sag mir jetzt bitte nicht, es ist wieder so ein Typ, der die ganze Zeit nur die ganze... Aha, so einer ist das also. Hat die ganze Zeit nur die Starter. Cool. Hydro-Puppe! Hydro-Pumpe ist eine Attacke, die mir sehr gefällt. Aber ich kann keine Form. Das ist jetzt natürlich blöd. Ich will jetzt Whirlpool wegmachen. Obwohl, brauchen wir noch vielleicht für später die Story. Ja. Kann nichts machen. Ich kann die Formattacken nicht verlernen. Merke ich mir auf jeden Fall fürs Ende des Displays. Dann werde ich es neu erlernen, denke ich mal. Muss ich dran denken. Ach, kacke. Ja, komm. Kannst auch jetzt so gegen Shigi kämpfen. Vor allem wie peinlich, weißt du? Der hat ein Shigi Level 29 hat sich entwickelt. Das ist so traurig irgendwie. Uah! Shigi, Glumanda und Bisasam. Ich denke, das ist ein ausgeglichenes Team. Ja, wenn du sie levelst und entwickelst, dann ja. So natürlich nicht. Nope, nope, nope. Oh, wir sind hier. Ja. Der Ort ist sehr bekannt. Als. Ja, nördlich von Lavanya, westlich nach Fuxamia City. Ja, okay, sagt er jetzt nicht. Aber das ist das Labyrinth von Kanto. Ja, überall sind Zäune und die sind überall Trainer zwischendrin. Das wäre so eine eigene Folge fast. Aber ich denke mal, in der nächsten Folge werde ich noch zeigen, was hier überall in den ganzen Zerstörerbäumen ist. Ich kann ja den schon mal besiegen hier. Ich sollte zum Felstunnel gehen und mir ein Onix fangen. Wenn du willst. Ein Sandam R. Keine Sandam Sie, ein Sandam R. Das Sternchen innen. Bitte nicht. Bye bye. Kiowat. Hallo, bye bye. Ziemlich easy. Ich habe verloren. So siehst du es richtig, mein Freund. Es scheint, als würden sich geologische Gegebenheiten nicht ändern. Aber sie ändern sich langsam, ganz langsam. Okay, sind wirklich keine Items irgendwo? Kommt schon irgendein unsichtbares Item, will ich. Sonst gehe ich nicht. Oh Gott, dieses
dieses Labyrinth ist so nervig. Aber es sind viel weniger Trainer als damals in Rot und Blue. Viel, viel weniger Trainer. Ist einfach gar nichts mehr. Da ist noch ein alter Sack und mehr nicht. Ja gut, da ist noch einer. Aber es ist viel kürzer als normalerweise. Und gegen dich kämpfen wir jetzt noch. Verfolge dich von meinen königlichen Pokémon. So. Aber wenn es euch gefangen, genau. Oh, verdammt. Wenn es euch aber gefallen hat, die Folge, dann würde ich mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen. Also 40, das ist schön. Bam. Hose, maybe. So, und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Routen weiter voll fertig machen. So, ja. Lasho King Sprite sieht sehr dumm aus. Oh Gott, wie sieht Lasho King so dumm aus? Psycho Wasser? Oder nur Psycho oder nur Wasser? Irgendwie so. Irgendwie so. Oh, wir werden es jetzt herausfinden. Mit einer Elektroattacke. Okay, es ist noch Wasser. Bye bye! Oh, noch einer. Bye bye! Wie kannst du es wagen, die Monarchie zu verspotten? Möchte nicht jeder eines Tages einmal König sein? Nein.